MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Project Cars, Imola GT3 Qualifying mit Lumpi, Gerd, Nick und mir. Hallo. Hallo. Hi. Lumpi geht jetzt wieder in den Konzentrationsmodus, heißt man hört nichts. Ja. So, es kann sein... Konzentrationsmodus in 3... 2, 1... Es kann sein, dass ich ein bisschen leiser bin in der Aufnahme, mein Mischpult ist irgendwie... Keine Ahnung. Ja. Aber es sollte so gehen. Wenn nicht, tut's mir leid, dann bin ich etwas leiser und halt dann beim Rennen hoffentlich etwas lauter. Oder dann spätestens in der nächsten Folge. Also wenn du dich viel aufregst, brauchst du dich nicht lauter machen. Halt's Maul! Ja, stimmt. Ja, siehst du? Vielleicht rede ich auch einfach wieder nur zu leise mit euch, weißt du? Das ist mein Problem. Ja, jetzt überstopp. Ja, kannst du mal deinen fetten BMW da wegpacken. Ja, Gerd, pack doch mal den fetten. Ja, pack doch mal den fetten BMW weg. Fett ist Gerd eigentlich standardmäßig Erster. Ja komm, ich lass mal ein bisschen Abstand hier. Bringt ja nichts, hier mitten im Pulk rumzufahren. Noch Windschatten. Oh, jetzt hab ich auf OBS. Wow. Jetzt hab ich auf OBS geachtet. In der nächsten Kurve stehen sie dir dann im Weg, das bringt mir nichts. Das ist auch toll, wenn man auf OBS guckt und nicht auf der Strecke, ne? Dieses obligatorische Quietschen, das ihr übrigens hört, ist Lumpis Gaspedal. Total geil. Bremse. Nee, Gas. Da vorne fährt Nick. Lumpi schießt einfach mal über die Schikane. Ich so eine war zu spät zum Bremsen. Nicht besonders groß. Ich hätte halt gern ein bisschen Freiraum. Das Quietschen kommt daher, wenn ich vom Gas gehe. Mitten in einer Runde bremsen muss. Also, warum gehst du auch vom Gas? Ja, echt mal Lumpi, wer bremst, verliert. Hallo? So, also das Training, das wir wie immer offscreen gemacht haben, hat schon vermuten lassen, es könnte wieder spannend werden zwischen Lumpi und mir. Ja. Gerd und ich sind auf der Strecke echt außen vor. Lumpi macht mal gerade eine Such im Heathbed. Ja, ich würde mich jetzt aber auch nicht als besonders gut bezeichnen. Also gibt's Strecken, die kann ich besser. Können wir nicht Hockenheim Ring fahren? Da gewinnst du ja nur. Deswegen Hockenheim, ne. Haben wir das nicht sogar einmal gemacht? Ja. Ja, die Kurve kann man auch schöner nehmen. Wow, ich habe eine neue Bestzeit für Sektor 1 erreicht. Ich bin auch zum ersten Mal in Sektor gefahren. Ah, Hilfe. Kiesbett. Ach man. Ah! Ja, die Runde ist sowieso für Ja, meine auch gerade. Ja. Das geht besser. Die Schikane geht mir so auf den Sack, ne? Mir auch. Diese hohen Curbs sind halt Mist. Ja. Sind nicht die Curbs, aber das ist das neben dem Curb. Beton, ja, oder was da ist. Noch schlimmer. So, zum ersten Mal vernünftig auf Start-Ziel gekommen. Ich hab's dir einfach mal nachgemacht. Darf er das? Ich darf das, ja. Shit. Da war. Straße zu Ende. Wie sieht da die Straße aus hier? Oh. Okay, ich glaube, die Runde ist ungültig. Haben wir abgekürzt? Nicht, dann hatte ich saumäßiges Glück. Ja, nicht absichtlich. Ich bin halt ein bisschen
schnell mit dem Runterschalten gewesen. Hab dazu noch gelenkt und gebremst. Ja, das mag er nicht. Und dann hat's mir die Karre nach links gehauen. Und das war ein paar Meter zu viel. Oder ein paar Meter zu früh war das viel eher. Ja, das wobei, er zeigt mir eine Sektorzwischenzeit an. Mir nicht. Mann. Ja, das macht er auch irgendwie nicht immer. Vorsicht, Gerd, Vorsicht. Ich bleib außen. Gott, jetzt hab ich einen Pulk vor mir. Ach komm, das ist doch für den Arsch hier. Ich lasse jetzt alle vorbeifahren, das kotzt mich an. Ich muss hier immer voll in die Eisen gehen, hinter denen. Hallo, Nick. Hallo. Ich würde jetzt gerne mal eine ungestörte Runde fahren. Ja, das wäre schön, das stimmt. Ich warte jetzt hier auf eine Lücke, das ist mir scheißegal. Oh, die Runde ist... Boah, das war mal eine Start-Ziel-Kurve. Jetzt wird die nicht gewertet, weißt du? Da könnte ich abkotzen, ne? Ja. Platz 11, sie ist gewertet worden! So, ich glaube, jetzt können wir fahren. Oh, ich habe Platz auf der Strecke. Mein Gott, ey. Ha, Platz 11! Hat mich jetzt auch nur 40 Sekunden gekostet. Na, 1,50er. Ja, ich habe auch nur 1,50er bis jetzt. 1,50, 1,67. Rück die Sau mich raus. Ja toll, jetzt komme ich natürlich dem Pulk näher und... Oh. Ja, dann ist es halt echt für den Arsch. Der drückt sich da einfach durch. Ja, ja. Ja, ist typisch. Oh nein! Scheiße! Das sind bewertet. Nein! Boah, Hilfe. Platz, das war jetzt richtig arschknapp. Platz 14 bis jetzt. Ach, ja, shit. Toll, das ist schön, dass ich eine neue Bestzeit erreicht habe. Zeigt mir doch mal an, welche, du Vogel. Ah, letzte Kurve war wieder kacke. Die mag ich überhaupt nicht. Das ist voll zum Kotzen da. Jawohl. Oh shit. Na gut. Dafür fahren wir jetzt direkt ins Kiesbett. Alles Leben ist im Kiesbett. Im Kiesmett. Oh, lecker. Kiesmett. Lam, yam, yam. Die Zeit könnte gut werden, wenn ich jetzt keinen Fehler mache. Hahaha. Ja, wenn das mal so einfach wäre.
Ich finde tatsächlich, die Strecke ist relativ anspruchsvoll. Ja, auch wenn sie... Die hat was, ja. Auch wenn sie nicht so aussieht. Ja. Ja, durch die vielen Höhenunterschiede halt auch. Ja. Und durch die unerwarteten Kurven teilweise. Und durch die blöden Scheiß-Curbs. Hui. Toll. Einmal zurück zur Box. Warte jetzt, bis der Pulk ein bisschen vorbei ist. Scheiße, Mann. Jetzt kriege ich diese Kurve Vorstartziel einmal gut und jetzt ist die Zeit sowieso schon für den Arsch, weil ich gewartet habe. Super. Ein Träumchen. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Gadget-Rennauto. So. Aber Platz 14 und es ist kein Andi da, der aus der hinterfotzigen Ecke kommt und noch eine bessere Runde fährt. Ich bin auch noch da. Ja, genau. Andi ist heute nicht dabei, weil der ein paar Grafikprobleme hat. Ja. Gerhard, nimm's mir nicht übel, aber du fährst außer Konkurrenz. Ich weiß das. Auch nur just for fun mit. Lumpi, was hast du für eine Zeit? Ich bin hinter dir. Ja, ich sehe es. Deshalb will ich es ja wissen. Ja, musst du nie wissen. Ach, schade. Merkt ihr was? Bei keinem Spiel. Der kriegt Angst. Bei keinem Spiel ist Lumpi so siegesorientiert wie hier. Also hier nimmt. Hier lässt sich. Weißt du, bei OMSI, ETS-Konvoi oder Ghost Recon, da kannst du Lumpi ruhig mal die Butter vom Brot nehmen. Aber nicht bei Project Cars. Nee. Deswegen freue ich mich aufs Rennen, wenn der Lumpi dem Nick wieder ganz auf die Tür zumacht. Ja, ich darf ihn einfach nicht vorbeilassen. Wollte ich gerade sagen, dazu muss Lumpi erstmal an Nick vorbeikommen. Ja, das ist aber kein Problem. Ja, ja, komm. Weil wenn Nick unter Druck... Halt die Backen 1,45,7. Ja, ja, weil wenn Nick unter Druck gerät, dann macht der Nick Fehler. Was? Nee. Nie. Das ist mir noch nie passiert. Nein, nein. So, du musst zur Box. Oh. Du bist eine 1,45,7 gefahren. 1,45,7. Wow. Der Lumpi hat einen 1,47,1. Ja. Mario 1,50,9. Über meine Zeiten reden wir nicht. Besser ist das. Wir sind jenseits von Gut und Böse. Mano! Mann, wenn ich die Kurve mal so in der gewerteten Runde kriegen würde. Das wäre perfekt. So viele Kurven, da könnte man noch locker ein Sekündchen rausholen. Ja. Bei mir gefällt das überhaupt nicht, dass Lumpi nur 1,5 Sekunden schlechter ist als ich. Das Schlimme ist, Lumpi konzentriert sich, der kriegt dich noch irgendwann. Ja, das Gefühl habe ich irgendwie auch. Das ist ja das Gefährliche bei Lump. Ja, richtig. Das kommt dann auch immer so aus dem Nichts. Der schreit dann irgendwann und dann hat er's. Der, aber jetzt gerade zum Beispiel, als er auf den zweiten gekommen ist, der sagt nichts, das fällt überhaupt nicht auf. Das ist alles Taktik. Ja. Ja, ich glaube auch. Strategie. Ey, komm, ihr benutzt doch auf Start und Ziel irgendeinen Turbo-Boost, ey. Auf Start und Ziel? Überall. Ja. Aus der Kurve raus drücke ich Nitro.
Ja, ich merk's. Ich merk's. Scheiße, Quersteher gehabt. Bei Lumpi hörst du seltener quietschen, er geht seltener vom Gas. Shit, letzte Kurve wieder nicht optimal genommen. Ich glaube, das war eine schlechtere Zeit. Auch wenn die ersten beiden Sektoren beide eine Bestzeit waren. Shit! 13. Ja, okay. Verkackt. Okay. Ich fahre eine gemütliche Runde. Dürfte auch die mega Geräuschkulisse sein, weil ich glaube, mein Klicken von den Dingern dürfte man hören. Ja, tut man. Schön. Wenn mir eine Aufnahme hört, man sie nicht. Was für ein Klickern. Und seiner, wenn das er die Klickern Gänge. Von meinen Schaltbildern. Wenn er so. Die Gänge schaltet, ja. Dabei tippe ich die echt schon nur leicht an. Nein! Nein! Hast ja auch nein! Gar nicht, hast ja auch gar nicht genug Zeit, um die richtig reinzudrücken. Alter, die Runde war so gut. Auch gedacht. Ich habe die Kurven so schön flüssig genommen und dann... Ah! Okay, Lumpi immer noch 1,47,1. Das ist gut. Ja, ich habe jetzt wieder eine 1,50 geschossen eben. Platz 12. Ja, aber da kann man definitiv noch was draus machen. Gerade so in den ersten 2-3 Runden, wenn die sich alle gegenseitig im Weg stehen, kommt man auch ganz gut vorbei meistens. Ja, die Runde ist jetzt... Die habe ich verschissen. Mann ey, immer dann, wenn die Zeit nicht gewertet wird, dann kriege ich die letzte Kurve richtig gut. Ja, jetzt habe ich einen vor mir stehen. Oh. Okay, noch eine gemütliche Runde. Setz ja nochmal an. Ja, wir haben ja Zeit. Oh, nee, haben wir nicht. Eine Minute noch. Standen da nicht gerade eben noch 10? Ja gut, dann halt nicht. Egal. Du hast reicht. Wenigstens eine schnelle gewertete Runde. Das stimmt wohl. Also beschweren kann ich mich da eigentlich eher weniger. Scheiße. Sind doch Mario und Nick, nee, nicht falsch. Mario, Gerd und Andi sind doch eh nur zuständig. Weißt du noch? Der Wettkampf wird doch nur sowieso nur zwischen uns beiden ausgetragen. Das stimmt allerdings, ja. Machst dich beliebt, Lumpi. Alter. Ich hab da kein Problem mit. Ich schon. Echt, Mann?
Wir haben halt drei Klassen. Ja, ich erinnere mich, dass ich, glaube ich, das erste oder zweite Rennen gewonnen habe. Ja, bis Lumpi war ja auch Zufall. Ja, bis aber ich habe auch relativ schnell ganz ordentlich zugelegt. Das Problem bei mir war einfach nur, dass ich diese scheiß Hilfen immer aus hatte. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns vom Qualifying in Imola. Wir sehen uns dann am Rennsonntag beim Rennen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.